Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diese wunderschöne Babydecke machen. Wir haben hier eine ganz, ganz dicke Decke von einem halben Zentimeter Höhe, also Breite oder Dicke. Ich habe sie jetzt auf 80 x 80 cm gemacht. Ihr könnt sie natürlich in jeder Größe machen, wie ihr gerne wollt. So ist das Muster. Und das Schöne ist, wie ihr seht, guckt mal, ich bewege sie gerade mal. Von der Seite sieht man mehr Türkis und so sieht man mehr Rot und so kommt wieder mehr Türkis. Das ist so eine Decke, egal von welcher Seite man schaut, sie verändert einfach ihre Farbe. Ihr seht das nochmal, Türkis, Rot, wenn ich in die andere Richtung kippe, Türkis. Und von der anderen Seite, ich kippe, sieht man dann mehr die Rottöne. Ihr könnt natürlich jede Wolle verwenden, die ihr gerne wollt. Ich habe jetzt bei mir hier die Gründelisa Premium Uni verwendet. Alle Materialien, die ich verwendet habe, die verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. Gebraucht habe ich pro Knäuel 4 Stück, das heißt insgesamt 8 Knäuel Wolle sind hier drin. Aber wir haben hier eine ganz, ganz dichte Decke. Hier, ich habe mal die Hand drunter, man sieht sie nicht durchblitzen. Ich drücke jetzt auch mal mit den Fingern dagegen. Also wie ihr seht, da kommt nichts durch. Die ist ideal für Herbst und Winter, um unsere kleinen Schatzis warm zu halten. Oder wenn ihr sie größer macht, auch für euch selber. Und das Schöne ist halt der Farbenspiel, weil egal von welcher Seite man schaut, sie wirkt immer anders. Ich zeige es euch nochmal, Türkis. So kommt mehr das Rot. Und von der Seite ist es halt dann mehr das Rot, was so zum Vorschein kommt. Und das Türkis tritt in den Hintergrund. Einen extra Rand müssen wir nicht machen, weil den bringt die Decke von sich aus mit. Das machen wir dann gleich beim Stricken. Da haben wir auf der einen Seite, haben wir hier den türkisen Rand mit Fuchsia-Streifen. Und auf der Seite haben wir den Fuchsia-Rand mit türkisen Streifen. Und so geht das über Eck. So haben wir eine Seite so und so in Fuchsia mit türkisen Streifen. Und so türkis mit Fuchsia-Streifen. Also wie ihr seht, selbst der Rand ist nicht langweilig. So, und wie ihr jetzt auch an diese wunderbare Decke kommt, das zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß! Für diese wunderbare Babydecke arbeiten wir heute mit zwei Farben gleichzeitig und unseren Stricknadeln. Und zwar habe ich einmal ein Fuchsia und einmal ein Patrol. Ihr könnt jede Farbe kombinieren, wie ihr wollt. Wichtig ist, dass sie für die gleiche Nadelstärke ist. Bei mir ist es jetzt zweimal das Lisa Premium Uni. Das ist ein reines Polyacrylgarn. Einmal mit der Farbnummer 49 und einmal mit der Farbnummer 14. So, dazu, wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Maßband verwenden, um einfach zwischendurch die Länge zu messen. Und stricken tun wir das Ganze mit der 6er Nadel. Die Wolle ist ausgelegt für die Nadelstärke 3,5 bis 4,5. Aber wir nehmen wirklich die 6er Nadel, weil wir arbeiten mit beiden Fäden gleichzeitig. Nehmen wir da die 3,5 oder 4,5er Nadel, wird das Ganze steif wie ein Brett. Deswegen nehmt wirklich die 6er Nadel, auch wenn drauf die 3,5 bis 4,5. So, wir nehmen uns beide Farben, legen sie nebeneinander, machen eine Schlaufe und nehmen diese bereits auf die Nadel.
Wer jetzt die kleinen Hilfsmittel aus dem Wolle-Wolle-Wolle-Video hat, was ich euch das eine Mal gezeigt habe, das sind so kleine, Moment, Spangen. Gibt es als Vierer, gibt es als Zweier. Setzt die bitte ein, durch die eine Farbe, durch das eine Loch kommt die eine Farbe, durch das andere Loch kommt die andere Farbe. Und dann geht das so auf die Finger. Im Prinzip imitiert das jetzt gleich das, was ich euch mit der Hand zeige. So, wer die nicht hat, aber möchte mitmachen, legen beide Fäden zwischen Kleinfinger und Ringfinger. Geh mit dem Faden nach oben und mit dem Zeigefinger einmal nach unten. Jetzt lassen wir den Zeigefinger umrunden und gehen zwischen die beiden Fäden, so dass wir einmal liegen haben und einmal ein zweimal gewickelt. Ich zeige es euch nochmal. Beide Fäden zwischen die zwei Finger. Nach oben, Zeigefinger nach unten, er taucht unter die Fäden durch, dreht einmal und geht dann von oben nach unten zwischen die beiden Fäden. So haben wir jetzt hier Patrol zweimal gewickelt und Fuchsia einmal. Dann ziehen wir Fuchsia von hinten nochmal fest und haben unsere Fadenspannung. Merkt euch bitte, welche Farbe ihr vorne habt. Die dürft ihr jetzt die ganze Babydecke über nicht wechseln. Also jetzt nicht, wenn ihr jetzt Patrol vorne habt, nach Fuchsia vorne legen und andersrum. Dann verändert sich das komplette Muster. Merkt euch wirklich, wie ihr es habt. Ich habe mir zum Beispiel auf meine Babydecke den Zettel gelegt. T für Türkis, also Patrol. Und da weiß ich, Türkis, Patrol gehört immer nach vorne. Irgendwie müsst ihr euch das bitte merken, welche Farbe ihr vorne habt. Weil wir arbeiten die Decke ja nicht an einem Tag durch. So, jetzt stechen wir. Wir haben jetzt hier im Prinzip zwei Schlaufen. Wir haben ja eine Schlaufe gesetzt mit zwei Fäden. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Schlaufen. Wir gehen jetzt mit unserer leeren Nadel vom Seil Richtung Nadelspitze durch die erste Schlaufe durch. Bei mir ist er Fuchsia. Hole mir den Patrolfaden, gehe einmal zurück. Lasse aber die Schlaufe auf der Nadel liegen und gehe jetzt von der Spitze Richtung Seil durch das andere Beinchen durch. Hole mir nochmal Patrol. Gehe durch die Fuchsia-Schlaufe und lass sie von der Nadel gleiten. Jetzt haben wir hier die Patrolschlaufe. Das machen wir das gleiche wie eben, nur nicht mit dem Patrolfaden. Sondern mit dem Fuchsia. Wir gehen jetzt nicht hier hin und holen uns das Patrol, sondern einfach hier hin und holen uns das Fuchsia. Sieht schwieriger aus, als es ist. Wenn man einmal raus hat, wie man die Fäden mit der Hand halten muss oder mit dem kleinen Hilfsmittel, dann geht das wunderbar. So, wir drehen. Jetzt haben wir zweimal Schlaufen in Fuchsia und zweimal in Patrol. Die erste Schlaufe in Fuchsia verdoppeln wir mit Fuchsia. So, jetzt die andere Schlaufe Fuchsia, die stricken wir rechts ab mit Patrol. Die nächste Schlaufe Patrol stricken wir rechts ab mit Fuchsia. Die letzte Schlaufe Patrol verdoppeln wir mit Patrol. Handwechsel. Wie ihr seht, ich lasse die Maschen hier wirklich auf dem Finger drauf, die Fäden. Ich hole das nicht raus. So, die erste Masche verdoppeln wir mit der Farbe, wie sie liegt. Das heißt, wir haben Patrol liegen, also verdoppeln wir sie mit Patrol. Die nächste ist Patrol, die stricken wir mit Fuchsia ab. Hier haben wir Fuchsia, das stricken wir mit Patrol ab.
Patrol zu Fuchsia. Fuchsia zu Patrol. Und diese Farbe verdoppeln wir wieder mit Fuchsia. Wechseln. So, die erste Nahtmasche, wie sie erscheint. Das heißt, Fuchsia liegt, also stricken wir Fuchsia. Und zwar die Verdopplung. Einmal rechts und einmal verschränkt rechts abstricken. So, dann haben wir Fuchsia liegen. Das stricken wir mit Patrol. Hier haben wir Patrol liegen, stricken wir mit Fuchsia. Fuchsia zu Patrol, Patrol zu Fuchsia. Fuchsia, Patrol, Patrol zu Fuchsia und verdoppeln mit Patrol. Und das ist das ganze Geheimnis jetzt erstmal für den ersten Teil der Babydecke. Wir verdoppeln immer die erste Masche mit der Farbe, wie sie liegt. Das heißt, hier liegt Patrol, also verdoppeln wir sie auch mit Patrol. So haben wir jetzt hier zweimal Patrol. Hier liegt einmal Patrol, da gehen wir mit Fuchsia durch. Fuchsia zu Patrol. Patrol zu Fuchsia. Fuchsia zu Patrol. Patrol zu Fuchsia. Fuchsia zu Patrol. Patrol zu Fuchsia. Fuchsia zu Patrol. Mit Fuchsia verdoppeln. Ich weiß, das sieht jetzt Unmengen kompliziert aus, aber es ist es wirklich nicht. Sobald ihr das raus habt, wie ihr den Faden halten müsst. Dieser Schritt hier auf der Hand, das ist das Schwierigste. Danach haben wir einen Faden hier vorne liegen, hier sieht man so schön, einer liegt vorne, einer liegt hinten und dementsprechend kann man die auch ganz einfach abstricken. Man muss halt nur gucken, dass man nicht den Faden so schnappt, sondern wirklich nur den Faden nimmt, den man auch gerade braucht. Wie ihr seht, dann einfach immer im Wechsel abstricken und das letzte verdoppeln wir wieder, wie es erscheint. So, jetzt haben wir wieder Patrol vorne und das verdoppeln wir mit Patrol. Also die erste und die letzte Masche immer mit der Farbe, wie sie erscheinen. Und ansonsten immer im Wechsel, das heißt, wenn Patrol unten liegt, gehen wir mit Fuchsia durch. Wenn Fuchsia liegt, gehen wir mit Patrol durch. Und wir verdoppeln wirklich auf jeder Reihe. Das heißt, wir müssen uns keine Musterhand merken oder irgendwas anderes, sondern es ist ein ganz gemütliches vor sich hinstricken. Das ist so ein Projekt, was man wunderbar mit auf den Balkon oder die Terrasse nehmen kann, weil es ist einfach ein ganz, ganz gemütliches vor sich hinstricken. Ihr seht alles einfach rechte Maschen. Keine Musterhand beachten, nicht zählen oder irgendwas, sondern immer im Wechsel einfach die Farben abstricken. So, und hier haben wir Patrol liegen und das verdoppeln wir wieder mit Patrol. Ja, und so stricken wir uns jetzt Stück für Stück in die Höhe. Ich zeige euch mal ein Stück, was ich schon vorbereitet habe. So, hier habe ich schon ein Stück gemacht. Das habe ich heute Nachmittag ganz gemütlich gemacht mit den Kleinen auf dem Balkon. So sieht das Muster dann aus.
Drauf habe ich jetzt das 1 Meter Seil, weil das wird eine Babydecke einmal 1 Meter. Also schon was richtig Gemütliches zum Reinkuscheln. Und sie ist auch richtig schön dick. Das heißt, das ist ideal für den Winter. Und bei einmal 1 Meter können das nicht nur Babys benutzen, sondern auch Kinder nur bis zu 3 Jahre. 3,5 so in der Trier. Also solange sie noch schön gemütlich drunter passen. Und wir machen uns jetzt hier eine richtig schöne, kuschelige Winterdecke. Aber so sieht das Muster dann aus. Das Fuchsia kommt jetzt durch das Licht nicht so schön raus. Aber ihr habt es ja gerade eben erst gesehen. Und so stricken wir uns Stück für Stück, Reihe für Reihe hier durch. So, ich mache mit euch die Nadel noch schnell fertig und dann messen wir mal, wie weit ich jetzt an einem Nachmittag gekommen bin. Ich muss jetzt gerade mal die Fäden ein bisschen anziehen. So, stricken wir uns hier mal schnell durch. Wenn ihr es nicht so bunt haben wollt, könnt ihr auch zweimal dieselbe Farbe benutzen. Das Muster ist trotzdem einfach nur wunderschön, weil ihr bekommt dann auch dieses Muster, aber halt nur in einer Farbe. Also falls ihr es nicht so bunt haben wollt, nehmt ihr halt zweimal die gleiche Farbe. Und wie ihr seht, wir überlappen hier im Prinzip jedes Mal die Fäden, deswegen auch die 6er Nadel, weil sonst wird es einfach echt zu eng werden und die ganze Decke wäre einfach nur hart wie ein Brett. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine schöne, flauschige Decke. Die könnt ihr übrigens in jeder Größe machen. Das müsst ihr nicht als Baby- oder Kleinkinderdecke nehmen, das könnt ihr auch für euch machen. So groß, wie ihr wollt. So, jetzt habe ich hier noch Patrol liegen. Und die verdopple ich mit Patrol. Und jetzt messen wir mal. So, wie ihr seht, haben wir jetzt hier den Fuchsia-Rand mit Patrolstreifen und hier den Patrolrand mit Fuchsia-Streifen. Das ist nämlich eine ganz hübsche Idee. So hat man nämlich nicht nur die Farben hier drin, sondern auch hier und hier. Das macht die ganze Decke auch gleich ein kleines bisschen verspielter. So, und an einem wirklich gemütlichen Nachmittag mit den Kindern auf dem Balkon habe ich 32 cm geschafft. Also wie ihr seht, man kann es wirklich ganz gemütlich vor sich hinstricken. Na gut, wenn ich es gerade hinlege, sind wir sogar schon bei 33 cm. Und wir haben eine Deckenhöhe von knappen Zentimeter. Also wenn ich das jetzt so richtig messe, von knappen Zentimeter Deckenhöhe. Weil guckt euch mal diese dicke Decke an. Das ist wirklich, das ist ganz, ganz flauschig, ganz, ganz weich, aber auch ganz, ganz dick. Diese dicke Decke,
das so anhalte, ist es knapp einen Zentimeter. Also eine richtig schöne, mega dicke, kuschelige Winterdecke. Entweder für die lieben Kleinen oder für uns. Aber das ist nur der erste Step. So, wir stricken das jetzt so lange, bis wir unsere Decke von der Höhe und von der Breite haben. Also, zum Erklären. So, jetzt kommen wieder meine schönen Zeichenkünste. So liegt die Decke jetzt gerade vor uns. Das ist der Fuchsia-Rand und das ist der Patrolrand. Patrolrand, Fuchsia-Rand. Patrolrand, Fuchsia-Rand. Also der Strich soll gerade sein, gell? Der soll nicht schräg sein, der soll gerade sein. So, ich möchte die Decke auf 1 Meter haben. Das heißt, ich stricke diese Seite, Fuchsia, auf 100 cm im 1 Meter. Und gleichzeitig, weil wir in jeder Reihe zunehmen und immer im Querschnitt hier stricken, wir stricken eigentlich immer so und so und so und so und so und so und so, und so, ne? Deswegen nehmen wir hier auch gleichzeitig, wenn ich hier 1 Meter erreiche, auch hier 1 Meter zu. So, dass wir im Prinzip dann ein Dreieck vor uns haben, wenn wir es drehen, wo die Seite und die Seite 1 Meter ist. Oder ihr natürlich auf eure Wunschlänge. Also wenn ihr jetzt 1,20 wollt, muss die Seite und auch die Seite, das heißt der Fuchsia-Rand und der Patrolrand, auf die 1,20. Wollt ihr eine 2 Meter Decke, müssen beide Ränder auf 2 Meter. Wir stricken uns ja immer im Quer hin und her. Ja, so liegt die Decke da. Das ist jetzt die eine Ecke von der einen Seite und wir stricken uns immer im Wechsel hin und her. Deswegen wächst die Seite und die Seite gleichmäßig schnell. Wir machen im Prinzip eine riesengroße Viereckdecke. Wir machen kein Quadrat, also wir machen es nicht so nicht, sondern wir machen so eine Decke. So nicht? So. Und wir stricken uns jetzt hier einmal, da lang, im Quer durch. Das heißt, wir haben hier angefangen und gehen hier stückchenweise hier durch. So, und wenn wir jetzt das Quer haben, auf die Deckenhöhe, die wir zum Schluss auch wirklich haben wollen, weil danach nehmen wir nur noch ab. Wir brauchen dann jetzt wirklich die Deckenhöhe, die wir dann haben wollen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Das heißt, wenn ich jetzt auf meine 1 Meter bin, hier und auch hier, also gleichzeitig. So, ich stricke mich mal hoch und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, den schlimmsten Teil unserer Decke haben wir geschafft. Ich bin hier ein bisschen über die Stränge geschlagen und bin jetzt bei 1 Meter und 2. Aber ich denke mal, das ist nicht weiter dramatisch. Am Messen tut ihr das. Wir haben die Decke ja hier angefangen und haben uns jetzt im Prinzip hier lang gestrickt. So, und ich bin jetzt auf dieser Seite bei 1,02 und auch auf dieser Seite bei 1,02. Dadurch, dass wir uns ja immer so lang gestrickt haben und im Prinzip ist unser Seil ja gerade auf dieser Linie. Ja, ich weiß, ich habe wieder mal wunderbar gerade gezeichnet, aber man kann es, denke ich, mal ganz gut erkennen. Also hier einfach lang messen. Wenn ihr hier euren Meter habt oder eure Wunschlänge, bei mir jetzt 1,02 Meter, dann stoppen wir das, weil wir müssen nämlich ja dann noch diese Seite machen. Wir haben uns jetzt im Prinzip die Seite hier, haben wir jetzt fertig. Und jetzt müssen wir diese Seite machen. So, und für diese Seite nehmen wir unser Strickzeug wieder auf. So, sonst haben wir immer die erste Masche verdoppelt und haben uns dann weiter gestrickt. Jetzt nehmen wir die ersten beiden Maschen,
kriegen die mit der Farbe, wie sie hier liegen. Das heißt, ich habe jetzt gerade das Fuchsia hier liegen. Nehmen wir uns das Fuchsia und stricken beide Maschen rechts zusammen. Wir gehen einfach mit der Nadel durch beide Maschen durch, als wenn wir rechts stricken wollten. Moment, ich zeige euch das nochmal. So, aufgelöst. Moment. Ja, auflösen mache ich immer sehr langsam, damit mir da nichts kaputt geht. So, ich gehe mit der Nadel durch beide Maschen durch, wie zum Rechtsstricken, hole mir mein Fuchsia und gehe mit dem durch und lasse beide Maschen von der Nadel gleiten. So, jetzt liegt hier Patrol, das nehmen wir uns noch einmal mit Fuchsia. Hier liegt jetzt Fuchsia, da holen wir uns Patrol. Wie ihr seht, wir bleiben genau in dem Farbschema. Wir nehmen immer die andere Farbe, wie sie auf der Nadel liegt. Nur, dass wir jetzt nicht mehr die letzte Masche verdoppeln, sondern beide Maschen, die ja auch immer in der gleichen Farbe sind, mit der Farbe abmaschen, wie sie da liegen. Das heißt, hier auf der anderen Seite erwarten mich dann zwei Maschen Patrol. Und die stricke ich mit Patrol rechts zusammen. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ich stricke mich mal schnell auf die andere Seite. Und dann sehen wir uns gleich wieder und machen das dann noch einmal zusammen. So, jetzt bin ich gleich hinten. Schnell die letzten Maschen. Gleich. So, die Fuchsia nochmal mit Patrol. Und jetzt haben wir hier zwei Patrol liegen. Die beiden stricken wir mit Patrol rechts zusammen. So. Jetzt haben wir hier wieder zwei Maschen Patrol liegen. Die zwei Maschen Patrol stricken wir wieder rechts zusammen mit Patrol. Die Fuchsia mit Patrol, die Patrol mit Fuchsia. So haben wir jetzt wieder, wenn wir hier wieder an sind, wieder zwei Maschen Patrol. Und genauso machen wir das auch auf der anderen Seite, so dass wir nicht aus dem Rhythmus rauskommen, dass wir hier immer zwei Maschen derselben Farbe haben und hier ansonsten im Wechsel. Und so schließen wir uns jetzt hier Stück für Stück, Reihe für Reihe. Und wenn wir noch drei Maschen haben, also noch drei Maschen hier auf der Nadel haben, sehen wir uns wieder, weil dann müssen wir das Ganze nämlich noch zusammen abmaschen. Aber im Prinzip ist es jetzt immer dasselbe. Fuchsia wird mit Patrol gestrickt, Patrol wird mit Fuchsia gestrickt und wir stricken jetzt immer die beiden Maschen und natürlich auch auf der anderen Seite mit der Farbe zusammen, wie die beiden Maschen liegen. Das heißt, auf dieser Seite liegen sie immer mit Patrol und auf der anderen Seite immer mit Fuchsia. Immer zwei Maschen in einer Farbe. Und die beiden stricken wir einfach rechts zusammen. Das heißt, wir gehen mit der Nadel durch beide Maschen durch, wie zum Rechtsstricken. Holen uns dann die Farbe, wie wir sie auch gerade aufgenommen haben, und stricken die beiden dann rechts zusammen. So, ich stricke mich mal so weit runter und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich soweit bin. Sprich, wenn ich noch drei Maschen habe. So, meine Lieben, das sind jetzt meine letzten Maschen. Ich habe hier irgendwo einen Abmaschfehler drin, weil ich habe noch anstatt drei noch vier Maschen. Aber ganz ehrlich, den suche ich jetzt bei dieser Decke nicht raus. Das ist wirklich, sie ist wunderschön, sie ist auch echt warm. Und genau das ist das Problem. Wir haben mittlerweile Sommer, 29 Grad, diese Decke liegt mir die ganze Zeit auf den Beinen. Ich suche jetzt nicht diesen Abmaschfehler. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich mag ihn jetzt nicht suchen. Weil es ist einfach warm unter der Decke. Wir maschen jetzt mit vier Maschen ab.
So, ihr habt bestimmt eure 3 Maschen, ich habe jetzt meine 4 und das bleiben jetzt auch diese 4. Also die ersten beiden mache ich jetzt bei mir. Masche ich einmal zusammen rechts ab. Die nächste Masche stricke ich. Ihr habt ja 3, das heißt, ihr habt zweimal dieselbe Farbe, die mascht ihr auch zusammen ab. Damit habt ihr dann im Prinzip hier nur noch eine Linie. Hier die 2 mit den 2 Farben plus eine. Ihr strickt die eine und hebt dann die über die drüber, sodass ihr dann nur noch eine Masche habt. Ich stricke jetzt hier bei mir beide Maschen ab. Ich mache jetzt im Prinzip genau dasselbe, nur halt ihr nur mit einer Masche, ich mache es mit 2 und hebe die hintere über die vordere drüber, habe noch eine Masche und kann diesen Faden vernähen. So, ich schneide den Faden großzügig ab. Ziehe ihn durch. Dann wird er vernäht. Und wir sind dann fertig mit dieser wirklich wunderschönen, aber sehr, sehr warmen Babydecke. Ich habe jetzt die letzten Tage wirklich alles gegeben, um die für euch fertig zu kriegen. Aber es ist langsam, es ist wirklich sehr warm. So, wir schauen sie uns mal an. Hier haben wir die Dicke. Natürlich, ihr seht jetzt hier noch alles so Fäden, wo ich doch die Wolle angesetzt habe. Die muss ich alle noch vernähen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel habe ich das Patrol neu angesetzt. Hier habe ich das Fuchsia neu angesetzt. Und. Die Fäden muss ich alle noch vernähen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber wir schauen es uns jetzt trotzdem einfach mal an. Ich hole euch mal ein Stückchen näher ran. Ihr könnt jetzt wunderbar das Muster sehen. Dass das hier alles so schön versetzt ist. Auch sehr, sehr dicht. Also wenn ich jetzt hier mit der Hand mal drunter komme, ihr seht die Hand nicht durch. Ich drücke jetzt richtig mit den Fingern dagegen. Da seht ihr mal ein. Aber ansonsten, hier, ich drücke wirklich richtig dagegen, dass ihr das so schön seht. Und ich würde sagen, damit ist man wirklich super eingemuschelt. Sollte sie euch leicht verdreht von der Nadel hüpfen. Nicht verzagen, nicht drüber ärgern. Einfach mal mit dem Wollwaschprogramm ab in die Waschmaschine. Vorher natürlich alle Fäden vernäht. Und dann zieht die sich dahin, wo sie hin muss. Manchmal hat man das, wenn man das von Ecke zu Ecke strickt, dass das Ganze dann zum Schluss ein bisschen verdreht wirkt. Aber das kriegt die Waschmaschine wunderbar hin. Muss ich bei mir hier auch noch machen. Ein kleines bisschen verdreht wirkt so. Aber das kriegt man wunderbar mit der Waschmaschine hin. So, ich lege sie euch jetzt mal gerade hin. Und dann seht ihr schon, das Muster läuft nicht so, sondern das läuft alles so wunderschön schräg. So, gebraucht habe ich 1, 2, 3, 4, 4-mal das Fuchsia und auch 4-mal das Patrol, das heißt insgesamt 8 Knäuel. Aber eine sehr, sehr schöne, dicke Babydecke. Schaut mal. Und wenn ihr sie natürlich größer macht, dann habt ihr hier eine richtig tolle Decke für euch. Also wenn es jetzt nicht gerade 29 Grad wäre, sondern ich würde sie gemütlich im Herbst stricken, dann wäre es absolut schön und traumhaft, sie zu machen. Im Moment ist es das nicht. Aber der Herbst kommt und da freue ich mich dann, dass ich sie da habe. So, vom Rand her haben wir hier auf dieser Seite den mit Fuchsia unten und mit Patrol drüber gekettet und auf der anderen Seite Patrol unten und mit Fuchsia drüber gekettet und auch auf der Seite
Patrol unten mit Fuchsia drüber gekettelt. Und die Seite hat man noch nicht. Fuchsia unten und mit Patrol drüber gekettelt. Also wie ihr seht, wir haben immer schön zusammenliegend einmal die Farbe unten und einmal die Farbe unten. Und so brauchen wir auch keinen extra Rand, sondern haben unseren Rand im Prinzip hier gleich schon mit gestrickt. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Stricken dieser wunderbaren Babydecke. Jetzt soll es kühler werden, also das wäre dann ideal, jetzt schon anzufangen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und wenn ihr euch wundert, warum ich so langsam gelbe Hände kriege, das liegt an der Farbkombination und meiner Kamera. Die versucht hier gerade irgendwo die Farben auszupickeln. Und so wie ich die Hände bewege, hält sie auf und dunkelt sie ab. Irgendwie mag sie wohl diese Farbkombi nicht. So, deswegen, ich mache jetzt Winke-Winke in die Runde, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video.